In diesem Video geht es um Tipps für die Auswahl von Züchtern und auch um Tipps für die Auswahl von Welpen, wenn du in die Verlegenheit kommst, dass du dir einen Welpen aussuchen darfst. Es geht in erster Linie um Malinois und ja, in 2 Sekunden geht's los. So, wie kommt es zu diesem Video? Ich habe eine Zuschrift erhalten von Ute und Thomas, die sich einen Malinois zulegen wollen und mich nach Tipps für die Auswahl von Züchtern gefragt haben. Und der Frederik hat mich angeschrieben, wollte was wissen zum Thema Welpen und wie wählt man einen Welpen aus, welche Tipps ich da mit auf den Weg geben kann. Und ja, ich fange mal mit den Züchtern an, wenn das von der Zeit her hinkommt. Sage ich auch noch was zur Welpenauswahl, wenn nicht, mache ich dazu ein separates Video. Also beim Thema Züchter ist eigentlich grundsätzlich klar, es gibt 2 Optionen. Züchter, die ihre Hunde mit Papieren abgeben und Züchter, die ihre Hunde ohne Papiere abgeben. Das heißt, du musst dir als erstes mal die Frage stellen, brauchst du für deinen Hund Papiere? Um IGP-Sport zu machen, brauchst du per se erstmal keinen Hund mit Papieren. Du kannst beispielsweise beim DVG auch vollkommen ohne Papiere an Prüfungen teilnehmen. Jede Ortsgruppe, wenn du einen tollen Hund hast, wird dich auch aufnehmen, ohne dass du für deinen Hund FCI-Papiere hast. Ja, und es gibt 2 Gründe, warum man vielleicht doch einen Hund auswählen sollte, der Papiere hat. Wenn du sehr ambitioniert bist und auch Prüfungen über das Ortsgruppenniveau hinaus machen möchtest, dann macht es vielleicht Sinn, über einen Züchter nachzudenken, der seinen Hund mit FCI-Papieren abgibt. Denn wenn du im FCI eine Prüfung machen möchtest, dann braucht der Hund auch FCI-Papiere. Das ist irgendwo, denke ich, auch klar. Und der 2. Grund ist, wenn du züchten willst und das dann auch so machen willst, dass du deine Welpen mit Papieren abgibst, dann macht es natürlich absolut Sinn, dass auch der Hund, den du dir heute zulegst, FCI-Papiere hat. Das sind so die 2 Gründe, warum es vielleicht sein könnte, dass es Sinn macht, einen Züchter auszuwählen, der die Welpen mit Papieren abgibt. Gibt natürlich noch andere Gründe, wie wenn der Hund mit Papieren abgegeben wird, steht da ein Zuchtwart des Verbandes hinter, der über die Dinge, die mit der Zucht zusammenhängen, wacht, der sicherstellt, dass da keine Verpaarungen stattfinden, die außerhalb der Norm sind, etc. pp. Aber das sind natürlich Dinge, die kannst du, wenn du dir einen Hund ohne Papiere auswählst, auch überprüfen. Es gibt ja einschlägige Portale, wo du eben auch Welpen angeboten werden. Oder eBay Kleinanzeigen. Ich zeige das mal hier. Da gibst du oben Malinois ein und da werden auch Welpenwürfe dir angeboten. Und in vielen Fällen kannst du dir Vater und Mutter vor Ort ansehen. Und halt eben auch schauen, wie gefällt dir der Vater, wie gefällt dir die Mutter, etc. pp. Manchmal sind da ganz nette Würfe bei, auch aus Diensthundeverpaarungen, wo dann auch Hunde hinterstehen, ja, die sich im Dienst bewährt haben. Also da kann man schon auch den ein oder anderen guten Welpen bekommen. Man muss aber eben dann ganz klar auch wissen, was die Restriktionen sind und die negativen Punkte, wenn du den Hund eben ohne Papiere nimmst. Wenn dir das egal ist, kannst du natürlich auch bei beiden schauen, also in den einschlägigen Portalen oder eben bei Zuchtverbänden. Und Zuchtverbände ist jetzt das Stichwort. Es gibt hierzulande 4 Zuchtverbände, die praktisch in Frage kommen, wo du nach Züchtern Ausschau halten kannst. Und die habe ich mir aufgeschrieben. Die habe ich mir deswegen aufgeschrieben, weil die vom Namen her sich teilweise gleich anhören. Also Belgischer Schäferhunde Deutschland e.V. ist einer.
Deutscher Malinois Club e.V. ist der andere. Deutscher Club für belgische Schäferhunde und Belgische Schäferhunde Berlin. Diese vier Clubs gibt es. Ich sage gleich noch ein paar Sätze zu den Clubs oder zu den Verbänden, Vereinen. Die haben aber alle im Regelfall auf ihrer Webseite, ich zeige das hier mal, Deckmeldungen und Wurfmeldungen. Und da findest du erstmal Züchter, weil bevor du irgendwas auswählst oder irgendeinen Tipp zu einem Züchter dann brauchst, musst du ja erstmal auch schauen, wo finde ich Züchter. Und ja, die Verbände veröffentlichen die Wurfmeldungen und Deckmeldungen im Regelfall auf ihrer Webseite. Da steht bisweilen dann auch, wie viele Welpen noch frei sind von einem Wurf, die Wurfstärke und wie viele Welpen frei sind. Und ja, oft kann es ratsam sein, sich schon bei einer Deckmeldung mit einem Züchter ins Benehmen zu setzen, weil mir ist es passiert, dass da, wo ich gerne einen Welpen bezogen hätte, schon kurz nach der Deckmeldung die Welpen vergeben waren. Insofern wäre es gegebenenfalls, je nachdem, in welche Richtung du da tendierst, ratsam, früh dich mit dem Züchter ins Benehmen zu setzen. Und zwar ja schon auf Grundlage der Deckmeldung und nicht erst warten, bis das die Wurfmeldung da ist. Zu den Verbänden wollte ich noch jeweils einen Satz sagen. Also ich kenne zwei Verbände, Belgischer Schäferhunde Deutschland e.V., das ist der Verband, in dem der Willi gezüchtet worden ist. Hier die Webseite ist von dem Verband. Da siehst du jetzt gerade die Wurfmeldungen und Deckmeldungen von dem Verband. Dann der Deutsche Malinois Club. Beim Deutschen Malinois Club, da geht es nur um Malinois. Und bei den anderen drei Verbänden geht es um alle vier Arten der belgischen Schäferhunde. Es gibt ja vier unterschiedliche Typen belgischer Schäferhunde. Der Malinois ist ja nur einer davon. Der Deutsche Malinois Club ist, da bin ich jetzt seit diesem Jahr Mitglied. Mit dem Willi mache ich da auch im April die Zuchttauglichkeitsprüfung. Die legen sehr viel Wert auf leistungsorientierte Zuchten. Meine Erfahrung beim Deutschen Club für belgische Schäferhunde, wo ich im Dezember eine Show mitgemacht habe, geht eher so in die Richtung, dass die doch Fokus eher auf so den schönen Hund haben. Klar, letztendlich, wenn du dir einen Welpen aussuchst, guckst du natürlich auch Vater und Mutter an und die sollten dir natürlich im Idealfall gefallen. Aber das ist so ein Punkt, wo ich schon auch dann leichte Unterschiede erkennen kann bei der Auswahl eines Züchters. Wenn ich leistungsorientiert arbeiten will im IGP-Bereich und nicht nur eine Ortsgruppenprüfung machen will, die 1, die 2, die 3 in der Ortsgruppe geht ja auch, dann ist vielleicht auch die Wahl eines Züchters, der in einem Verband ist, der erklärtermaßen mehr Fokus auf die Leistung als auf Schönheit legt, eine gute Idee. Ja, zu dem belgischen Schäferhunde Berlin kann ich eigentlich nichts sagen. Mit dem hatte ich bisher keine Berührung. Und ja, jetzt komme ich mal zur Auswahl von Kriterien. Ja, eigentlich zu Kriterien für die Auswahl von Züchtern. Und da fallen mir bei den Züchtern ein paar Kriterien ein. Viel interessanter ist aber eigentlich die Verpaarung. Ich fange mal mit den Züchtern an. Vom Grundsatz her ist es so, dass Erfahrung bei der Zucht eine gute Eigenschaft ist. Weil nicht jeder Hund oder nicht jede Verpaarung bringt die Top-Welpen zum Vorschein. Und du hast manchmal auch Top-Hunde, die schlecht vererben. Also Hunde, die in hohen, guten Prüfungen irgendwie top unterwegs waren, aber selber schlecht vererben. Und das sind Dinge, ein Züchter, der noch nicht so viel Erfahrung hat, der hat das vielleicht nicht so im Fokus wie ein Züchter, der das schon 10, 20 Jahre macht
und diese Dinge eben einfach weiß. Also es macht schon Sinn, auch zu schauen, ist das ein Hobbyzüchter, macht er das zum ersten, zum zweiten Mal oder macht er das zum 15., 20. Mal? Und das kannst du ja am Wurf, am Buchstaben des Wurfs ganz leicht ablesen. Ein A-Wurf ist der erste Wurf des Züchters, B-Wurf der zweite und so weiter und so fort. Und wenn du dann irgendwann mal bei XYZ bist, dann weißt du, dass der Züchter schon ewig in dem Umfeld unterwegs ist. So, das kann im Hinblick auf die Verpaarung relevant sein, wobei du dir die Verpaarung natürlich, da komme ich gleich zu, natürlich auch im Einzelnen wirklich ansehen kannst. Das ist das, was ich gemacht habe. Dann ist so die Frage Anspruch des Züchters. Was für einen Anspruch hat der Züchter? Viele Züchter haben eine Webseite, da steht dann der Anspruch drauf. Und ehrlich gesagt, das meiste, was da steht, könntest du so nehmen und auf 10 andere Webseiten posten. So im Großen und Ganzen schreiben die eigentlich alle das Gleiche. Interessant in dem Zusammenhang finde ich immer, was hat der Züchter an Hunden in der Vergangenheit denn hervorgebracht, die durch gute Leistungen aufgefallen sind? Und das kannst du eigentlich relativ, ja, mit ein bisschen Arbeit, aber du kannst das rausfinden. Ne? Wenn du hier mal einen Züchternamen dir raussuchst und in Working Dog ins Suchfeld einträgst, dann erhältst du hier Hunde, die von diesem Züchter stammen und da kannst du theoretisch und praktisch auch eben einfach mal durchschauen, was hat der Züchter denn in der Vergangenheit an Hunden hervorgebracht und welche Leistungen haben die Hunde denn aufs Parkett gebracht. Also das kann sicherlich auch ein Kriterium sein. Ja, dann so Kriterien, ne? Wie kümmern die sich um die Sozialisierung der Welpen, Sauberkeit, der Eindruck beim ersten Besuch vor Ort, wie werden die Hunde gehalten. Für mich ist Sozialisierung ein großes Thema. Der Willi, den habe ich zwar schon mit 8 Wochen bekommen, aber viele Züchter geben heute die Welpen ja erst mit 12 Wochen ab. Deswegen würde ich mal an so einer Stelle tatsächlich auch angucken, was tut der Züchter, um die Welpen an Umwelteinflüsse etc. 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 zu gewöhnen. Ich habe den Willi mit 8 Wochen ja bekommen und ich bin 2-mal in der Woche in der Stadt gefahren, Rolltreppe rauf, Rolltreppe runter, Bahnhof, alles Mögliche. Ich kann den Willi heute überall hin mitnehmen. Und das sind ja auch Dinge, die unter der Überschrift Sozialisierung firmieren. Hätte ich den Willi mit 12 Wochen erst bekommen, hätte mich viel, viel mehr interessiert, was der Züchter denn tut, um sicherzustellen, dass der Hund auch mit Umwelteinflüssen klarkommt in einer relativ jungen Phase schon. Das sind so Punkte, auf die man beim Züchter auf jeden Fall achten kann. Viel interessanter ist für mich aber tatsächlich die Verpaarung, um die es denn geht. Der Vater und die Mutter, wie sehen die aus? Was haben die geleistet? Der Großvater und die Großmutter, die sehe ich mir im Normalfall auch an. Wie sehen die aus und was haben die geleistet? Gefällt mir das optisch und wie war die Leistung? Wenn du IGP-Sport machen willst, kannst du das relativ einfach in Working Dogs herausfinden. Also wenn du dir das mal anschaust, hier siehst du ja beispielsweise die Namen der Hunde auf den Deckmeldungen. Und wenn du dann rübergehst zu Working Dog und den Namen des Hundes eingibst, dann hast du meistens ein Bild vom Hund, vielleicht auch ein Video vom Hund. Du hast die Gesundheitsdaten des Hundes dort stehen, von Vater und von der Mutter. Ich zeige das mal am Beispiel vom Willi. So, hier siehst du jetzt die Daten vom Vater, du siehst die Gesundheitsdaten. Du siehst ein nettes Video, ein paar nette Bilder. Du siehst, welche Prüfungen der schon gemacht hat und wie der die Prüfungen gemacht hat. Und das würde ich mir in jedem Fall auch angucken. Und an der Stelle muss ich ganz klar sagen, es ist auch super interessant zu schauen, was hat der Hund hervorgebracht, wenn der Hund zum ersten oder zweiten Mal gedeckt hat.
dann hast du natürlich da noch keine Ergebnisse. Wenn der aber zum fünften, sechsten Mal vielleicht gedeckt hat, dann gibt es ja aus dem ersten und dem zweiten Wurf vielleicht schon Hunde, die irgendwo aufgefallen sind durch eine gute Leistung. Dann siehst du natürlich auch, okay, der Hund scheint ordentlich zu vererben auch. Ja? Das ist eben auch ein Aspekt, den du dir ansehen kannst. Beim Willi war das so, dass der Vater vom Willi zum zweiten Mal erst gedeckt hat. Da gab es dann für mich eigentlich nichts Großartiges mehr zu recherchieren. Ich bin dann auf die Großeltern gegangen und habe mir mal angeguckt, was haben die Großeltern denn selber geleistet und was haben die hervorgebracht an Nachwuchs. Ja? Und bei den Großeltern, die beiden Großväter waren beide Vize-Weltmeister, einer beim FCI, bei der FCI-Weltmeisterschaft. Und beide waren sie mal Vize-Weltmeister bei der Weltmeisterschaft der belgischen Schäferhunde. Und auch so sahen die Gesundheitsdaten und die Leistungsdaten bei den Großeltern top aus. Das kann man relativ schnell hier auch eben entsprechend einsehen. Und da war für mich eigentlich damals klar, dass ein Hund aus dem Wurf für mich potenziell sehr interessant sein kann, weil die Gesundheitsdaten von Eltern und Großeltern stimmten. Die Leistungsdaten der Großeltern waren super. Ja, ich meine, Vize-Weltmeister heißt schon was und das auch mehrfach. Ja. Optisch hat mir der Vater sehr gut gefallen. Bei der Mutter waren mir die Ohren eigentlich ein bisschen groß, aber ich habe das sozusagen dann trotzdem in Erwägung gezogen, da aus dem Wurf einen Welpen zu bekommen. Und Gott sei Dank, ich habe ein bisschen Glück gehabt, weil die Sabrina Saftig, die den Hund gezüchtet hat, die hat Anfragen für Hündinnen gehabt und dann hatte der Wurf vier Rüden. Und da war eigentlich relativ schnell klar, dass ich einen Rüden wohl bekommen könnte. Ja, das sind so die Punkte, die ich bei der Wahl eines Züchters oder bei der Suche nach einem Züchter an Tipps mit auf den Weg geben kann und eben auch in Bezug auf die Verpaarung. Also mir ist fast die Verpaarung noch wichtiger als der Züchter selber, insbesondere wenn ich den Welpen nach 8 Wochen bekommen kann. Wie gesagt, viele geben den erst nach 12 ab, das ist so modern geworden, die arme Hündin, aber das müssen die natürlich selber wissen. Aber insbesondere wenn ich ihn nach 8 Wochen bekommen kann, ist für mich die Verpaarung schon interessant. Und das schließt sich natürlich jetzt eine Frage an und die Frage, die würde ich wohl, weil das Video sonst zu lang wird, in einem der nächsten Videos beantworten, nämlich, wenn du einen Züchter gefunden hast und wenn der Züchter dir gesagt hat, ja, aus der Verpaarung, aus dem Wurf kannst du einen Welpen haben und dann kommen die Welpen und dann geht es an die Frage, ja, welcher Welpe denn? Dann schließt sich ja die Frage an, na, was für Kriterien, wenn du was auswählen kannst, was für Kriterien wendest du für die Auswahl des Welpen an? Das war ja Frederiks Frage. Dazu mache ich dann ein gesondertes Video. Bei manchen Züchtern kannst du leider nichts auswählen. Die sagen, nee, die weisen die Hunde den Leuten zu, so wie sie glauben. Ich hatte Gott sei Dank auch die Möglichkeit, mitzusprechen und eine erste und eine zweite Wahl zu äußern. Habe ich auch gemacht. Und bin super, super froh, dass das aufgegangen ist. Der Willi war ja meine zweite Wahl. Und er war die erste Wahl meiner Frau. Naja, so bin ich dann zum Willi gekommen. Ich habe es bis heute nicht bereut. Das ist ein Top-Hund aus einer Top-Verpaarung, der eine Top-Leistung bringt. Wie gesagt, bei der IGP 1 hat er 286 Punkte vorzüglich geholt. Und
das hat einfach gepasst. Und im nächsten Video erzähle ich dir dann, wie ich das bei der Auswahl gemacht habe, weil sich nur vor die Welpenkiste zu setzen und anzugucken, wie die Welpen sich verhalten, das ist es ehrlich gesagt nicht. Bis zum nächsten Video.